Emily. Hallo. Hallo. Hi. Sag mal, ich lese hier Emily Gottschalk. Bist du verwandt mit dem großen Thomas Gottschalk? Nein, nicht verwandt. Okay. Habe ich mir gedacht, dein Klamottengeschmack ist deutlich besser. Danke. Erzähl mal ein bisschen was von dir. Ich bin 15 Jahre alt und komme aus Düsseldorf. Heute habe ich meine Mutter dabei, weil ich glaube, die kann, wenn ich so aufgeregt bin, mich so ein bisschen runterbringen und mich ein bisschen beruhigen und so. Ja, sie wollte unbedingt. Also es war kein Bremsen mehr, kein Halten mehr. Ich singe schon seit ich 4 Jahre alt bin. Ui. Wow. Mit 4 habe ich zu meinen Eltern gesagt, ich möchte auf die Bühne. Und dann haben die mich auch in einen Kinderchor geschickt. Und da war ich dann für 9 Jahre. Und dann hat es auch sehr viel Spaß gemacht auf jeden Fall. Und was hast du schon für Erfahrungen? Also ich war mit Udo Lindenberg auf Tour. Wow. Entschuldigen Sie. In Begleitung eines Kinderchores. Mit Udo Lindenberg. Oh, Legende. Ja. Ich liebe ja. Udo. Mal eben nach Ost-Berlin. Wir sind dann als Chor zusammen zu Udo irgendwann in die Studios gegangen. Und irgendwann bin ich dann halt mitgekommen, wo ich alt genug war. Ich war 4 Jahre das Solokind bei Wozu sind Kriege da. Ich bin ja in dem Chor sozusagen groß geworden und dann als Panikfamilie, also so nennt Udo das, sind wir dann halt alle so zusammengewachsen und ja. Wie cool! Seid ihr auch getourt, viele Konzerte? Ja, richtig viele Konzerte, immer verschiedene Städte. Wow. Was hast du für uns vorbereitet? We don't have to take our clothes off. Aha. Schon mal gespannt. Not a word from your lips. You just took for granted that I want to skinny dip. Quick hit. That's your game, but I'm not a piece of meat. Simulate my brain, no. The night is young, so are we. Let's just get to know each other slow and easily. Oh, take my hand, let's hit the floor. Shake our bodies to the music, maybe then you'll score. So come on, baby, want you show some class? Why you have to move so fast? We don't have to take our clothes off to have a good time. Oh no, we could dance and party all night and drink some cherry wine. Du bist sehr jung und dann ist es so einfach eigentlich zu imitieren, ne? Und ich habe echt das Gefühl, ich habe dich gehört und das finde ich echt super. Gegen Ende, da hättest du noch ein bisschen mehr Persönlichkeit reinbringen können. Das war deine Chance, wirklich das deinen Song zu machen. Die hast du nicht genutzt. Aber das ist eine sehr, sehr schöne Stimme. Danke. Das war authentisch. Wenn ich dich sehe, dann berührst du mein Herz. Danke. Ich finde wirklich, mit 15 Jahren, das kann man aus meiner Sicht nicht viel besser machen. Das kann man anders machen, aber nicht viel besser. Ilse, ja oder nein? Was denkst du, was ich sage? Ja, natürlich. Tobi? Danke.
Ah, eine vertane Chance, aber eine gute Stimme. Für mich ist das ein Ja. Du, da brauchen wir gar nicht lang rumreden. Natürlich ist das dreimal Ja. Und wie sagt Udo Lindenberg, das ist der Sonderzug zum Recall. Hier ist dein Recall-Ticket. Nimm es mit. Super, dass du da bist. Ich halte die Tür auf, Emily. Danke. Dieses Mädel war sensationell. Klatsch mal. Dein Traum, würde ich sagen, ne? Ja. Sich da gerade erfüllt. Endlich. Halt, halt! Das Video ist noch nicht vorbei. Habt ihr Lust auf noch mehr Gesang und Musik? Dann schaut hier oder klickt hier, dann kommt ihr direkt zu allen Shows auf RTL+.